Beim Thema öffentlicher Nahverkehr kenne ich mich auch ziemlich gut aus. Da ich aufgrund meiner Behinderung keinen Führerschein machen kann, bin ich größtenteils mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Da sehe ich ein ziemlich großes Problem in der Taktung der öffentlichen Verkehrsmittel. Das bedeutet, dass die meisten Umstiegszeiten und Einstiegszeiten berechnet werden für Leute, die ziemlich gut zu Fuß unterwegs sind. Also auch zum Beispiel nicht für ältere Leute gut geeignet. Und dazu kommt, dass wenn man zum Beispiel Züge erreichen möchte, da habe ich jeden Tag auf meinem Arbeitsweg ein konkretes Beispiel, der Weg vom Bus zum Zug barrierefrei um ein weiteres länger ist als zum Beispiel jetzt durch die Unterführung zu Fuß. Also das ist auf jeden Fall ein großes Problem.